Tages, hallo und damit willkommen zurück hier bei Escape from Tarkov in der Ultimate Singleplayer Season Nummer 3. Liebe Leute, wir haben unsere Belohnung eingeheimst. 230.000 Rubel, das ist schon mal sehr, sehr knackig. Gefällt mir, sind wir wieder bei 900.000. Was dazu gekommen ist, das ist die Belohnung gewesen, die unbekannte Belohnung sozusagen. Genial, einfach genial. Zwei Magazinkoffer sozusagen extra. Ja, nice. Die Frage ist, behalten wir es? Ich denke, weil... Ne, brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben eigentlich genügend Luft noch. Und so viel haben wir nicht. Von daher können wir die Dinger auf dem Flea Market rausballern. Entschuldigung. Doch, wir können es auf dem Flea Market rausballern. Die sind richtig teuer, die Teile. Angebot hinzufügen, ähnliches. Die beiden hier. Und dann setzen wir das Ganze hier mal mit... 162.000, würde ich sagen, oder? 162.000. Hinzufügen. Angebot platzieren. Sehr schön. So, das hier ist übrigens eine zweier Titanrüstung, die, ja, lassen wir es mal so, wie es ist. Ne? Lassen wir es mal so, wie es ist. 17.000, das Geld nehmen wir natürlich gerne mit. So, Flea Market, wir haben die Markierer eingepackt. Wir schnappen uns noch was zu trinken. Notgedrungen auch was zu essen. Wie diesmal nehmen wir diesen hier. So. Und Tuchonka, Tee. Nee, Moment. Im Moment brauchen wir es nicht. Ich will echt einen schnellen Lauf machen. Wir wissen, dass wir hinten einen vergessen haben, quasi am Military Checkpoint davor. Der Dings war es nicht. Wahrscheinlich müssen wir die Straße einmal ablaufen an der Stelle. Und ja, wir werden es ausprobieren. Und einen nochmal bei der Brücke. So sieht's aus. Ich hoffe, wir kriegen einen guten Spawn. Ich hoffe, das passt soweit. Sind wir geheilt? Nein, natürlich nicht. Medizin einmal bitte heilen. Sehr schön, wunderbar. Und dann gibt es einen kurzen Schnitt für euch und wir sehen uns gleich wieder. So, wo sind wir? Oh, eigentlich ein guter Spawn. Doch, es ist ein guter Spawn. Genau, doch, das ist ein guter Spawn. Wenn ich einmal durch sehe, kein Sniper-Scav. Im Moment jedenfalls. Ich will in das Haus und will die Snipe-Site hier ein bisschen abaimen. Sollte erst einmal auch gespawnt sein. Meine, da unten ist was. Okay. Ist erstmal nichts. Moment, sieht's gut aus. Müssen wir aufpassen, wenn wir jetzt rausgehen. Das bin ich.
Wir probieren was. Okay, sehr schön. Vielleicht haben wir Glück und wir können noch über die Gas Station den Weg runter. Okay. Wow. Jo, jo, jo. Das war viel. Okay. Nice. So, jetzt haben wir natürlich einen Bruch. Wir haben keinen Splint dabei. Das ist nicht schön. Absolut nicht. Okay. Ah, ein alten Helm, okay. Da ist noch einer.
Ist die Frage, ob er den bekommen hat oder nicht, ne? Noch ein alter, ne? Wow. Das war mit der letzten Kugel. Meine Hand ist gebrochen. Das ist nicht schön. Hoffentlich finden wir irgendwo einen Splint. Oh, eine Gen 4, alter Schwede. Aber auch nichts drauf hier, ne? Kein Attachment, nichts. Falsche Munitionsart. Aber eigentlich ganz gute Munition. Von daher nehmen wir das mal mit. Oh ja, cool, können wir abgeben. Sehr schön. Tracer. War da einer? Ich nehme nicht alles mit. Nice, ein Roller. Frage ist, ob wir Schaller hier auch gekriegt haben. Maybe, oder? Ich weiß es nicht. Erstmal raus mit dem Ding. Mal Factory Key, nice. Das sieht gut aus, so wir müssen jetzt zusehen, den letzten markieren hier. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Und ein ruhiges Appartement. Uns hier die Vaseline ausgeht. Tracer, ja. Erstmal das Magazin vollpacken hier mit der Tracer. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo wir
Das ist ein guter Lauf, Leute. Ist er hingelaufen? Das ist cool. Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ist denn können. So. Wow. Aua. Verdammte Axt. Irgendwas zu essen? Nein. Jetzt haben wir die Tracer da drin. Komm, schlussendlich haben wir keine Zeit für so einen Scheiß. Wow. Alles klar. Wo es nicht mehr wirkt. Weiter.
Das ist schon wieder intensiv hier. Ich will die Mission abschließen. Das ist jetzt eigentlich mein oberstes Ziel hier. Wo müssen wir raus? You have roadblock. Das ist eine Option. Ja, ich weiß nicht, wo das herkam. Ruhig verhalten und raus hier. 13 Minuten, wir wollen jetzt nichts riskieren. Wir haben die Mission erledigt, wir haben gute Abschüsse, wir haben guten Stuff mit rausgeholt. Wow. What the fuck? 12.400. Wir haben Reschaller gekriegt. Wir haben Reschaller gekriegt. Wir haben 1 Guard, 2, 3, 4, 5 Guards, 1 Sniper. 2 Raider Bears. Wir haben nur ein einziges Scav getötet. Wow. Alter Verwalter. Was ein Lauf. Das ist echt knusprig. Und wir sind eigentlich gut. Gut bei weggekommen, Leute. Das war richtig gut. Perfekte Sache. So, verkaufen, das sind Sachen, die wir auf jeden Fall halten werden hier. Wasser, Aquamarin, eintauschen. Verkaufen. So viel Morphin können wir auf dem Flohmarkt versetzen. Medizin. Entladen, BT-Munition ist 5. 5-4-5er. Zack. Verkaufen. Schlüsselkarte. Ja, können wir verkaufen. Wir haben hier noch eine Schlüsselkarte. Die Sache ist die, wir gucken nochmal auf dem Flohmarkt, ob wir da noch was haben, was uns da weiterbringt. Verkaufen und Schraubenmedizin. Das geht alles hier rüber. Sehr schön.
Dann haben wir eine. Eine Sieg, die werden wir erstmal behalten. Ich will mir dieses Battlemax. Battlemax haben wir genügend, also von daher entladen. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Hätten wir uns sparen können, dass wir das mitnehmen. BT-Munition ist diese hier. Entladen, 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 entladen. So, dann haben wir erstmal alles offen hier. Fabrikschlüssel. Nice, dass wir den nochmal haben, den Fabrikschlüssel. Gefällt mir. Dann reparieren wir das Ganze hier natürlich nochmal. Ich möchte da echt Geld ausgeben. Und das soweit unter Kontrolle haben. So, dann haben wir das. Wir schauen mal ganz kurz. Schlüsselkarte. Oh ja. Nice. Davon haben wir zwei. Ist frei. Ist frei. Angebot hinzufügen. Ähnlich. Zack. Und dann nehmen wir 200.000 pro Stück. So, hinzufügen. Akzeptieren. Wow. Gebühr von 97.000, das ist übel. Das heißt, wir machen 300.000 oder so mit zwei Karten, wenn sie denn weggehen. Morphin 11.000, ja, Angebot hinzufügen, ähnliche auswählen, zack, 11.000 machen wir, hinzufügen, Angebot platzieren, läuft bei uns sehr schön. Den Rest verkaufen wir entsprechend. Peacekeeper verkaufen und Mechanic verkaufen. Sehr schön, haben wir eine Aufgabe erfüllt, nämlich diese hier. Ordentlich Altmetall kommt jetzt. Jetzt müssen wir die T90 Panzer auf der Küste markieren. Könnte man in Verbindung mit einem Bitcoin Run machen. Das wäre so ein Ding, könnte man machen. Dann haben wir hier noch eine Daily abgeschlossen. Genau, 5 Scaps. Auch sehr schön. Exit Location werden wir nicht zu kommen. Nostalgie, ihr wisst, da weiß nicht, ob wir da hinkommen. Das unbedingt noch notwendig ist. An der Stelle haben wir hier neue. Achso, das sind die Dailies, alles klar. Okay, so sieht es erstmal gut aus. Wir gucken mal, was wir bekommen haben. Rackman, alles nehmen, 300.000. Peacekeeper, alles nehmen, akzeptieren, und Jäger, alles nehmen, akzeptieren. Sehr schön, coole Optik. Granaten, Rubel, 300.000, das ist sehr, sehr schön. Die Optik, die will ich auf jeden Fall irgendwie behalten. Haben wir die beim Waffenkoffer da irgendwie mit drin, ne? Zack, verkaufen, 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 verkaufen. Alles verkaufen. Und ja, jetzt haben wir natürlich, dann verkaufen wir das. Wir ordern uns nochmal. Wo haben wir die Patronen gelassen? Achso, irgendwie reingepackt, ne? So, US, zack. Laden, US, zack. Dann hätte ich gern Laden. Entladen, mehr Munition kaufen. Gibt es bei Prepper, weiß ich, aber hier ist es einfacher rüber zu nehmen. Nochmal 240. Da. So. 43. Wir können mal 60 mitnehmen. Das ist sehr, sehr schön. So. Und 762. Fertig. Thunderbolt. Ist cool, will ich behalten. Die Übergabe war das an Skier mit dem Vitamine. Nein, das müsste auch keine Mechanik gewesen sein. Ich weiß es gerade nicht. Da. Düngemittel? Nein, auch nicht. Wo war denn das? War das Prepper? Da. MP-Kanone. Zack. Upp, übergeben. Ist das auch weg? Sehr schön. Die Thunderbolt bleibt hier an der Stelle liegen. Ja, wir haben jetzt überall US-Munition drin. Wir haben das, wir haben das, wir haben das.
Ich nehme noch mal Medizin mit. 300 sollten da reichen an der Stelle. Ansonsten haben wir das. Wir haben das für Heavy Bleeds, das für das. Wir haben noch zwei davon und wir haben noch genügend von dem hier. Und die beiden hier, die gehen das nächste Mal auf den Flohmarkt. Sehr schön. Und wir nehmen was zu essen mit. MRI macht 70. Das können wir mitnehmen. Zack. Und ja, wir nehmen das Wasser hier. Aquamarina nehmen wir noch mit. Ich glaube, das könnte ganz gut sein. Ja, sieht gut aus. So, dann werden wir die Slick nochmal reparieren. Ich hatte jetzt echt ein paar Mal hintereinander uns den Arsch gerettet. Das muss man auch mal sagen. Was ist das Ziel jetzt? Ich glaube, wir machen mal einen schnellen Interchange-Run, weil ich eigentlich doch die Sachen gerne haben möchte. Für den Unterstopf, beziehungsweise für die, für das Aufrüsten des Unterschlupfs. Und zwar ist das der Generator, ne? Der Generator, so. Generator. Und da brauchen wir Muffle-Parts, Spark-Plugs und Netzteile und Motoren. Genau, ich schreibe mir das mal eben schnell auf. Ich denke, sonst ich fixe mich sonst nicht. Nicht, M-Parts. So, nur aufs Aufschreiben. Spark-Plugs. Sparks und Motor und Netzteile. Okay, super. Perfekte Sache. Alles, was wir können. Und das suchen wir uns jetzt raus da an der Stelle. Von daher würde ich sagen, es geht rein. Liebe Leute, ich bin immer noch schwer verwundet, merke ich gerade. Hm, was? Achso, wegen dem Bruch. Ja, das macht natürlich keinen Sinn. Schien, zack. Haben wir einmal geschient, sozusagen. Sehr schön. Passt ganz gut, denke ich. Passt ganz gut. Alles okay. Alles okay. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Schneller Interchange Run für Klamotten. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. So, perfekt. Super Spawn hinterm Goshan. Passt. Wir laufen unten lang. Wir müssen nach rechts weg. So, erstmal das MRI. Und verwenden, dann machen wir mal 30 oder so. Zack. So, wir laufen unsere Standardsachen ab. Mit was wir mitnehmen können. Wir suchen explizit nach Sachen, die echt teuer sind und die Kohle bringen. Dazu gehen Measuring Tapes natürlich überhaupt nicht. Zangen können nicht schaden. Das bringt schon Geld hier.
Jawohl, da sind schon mal die ersten. Perfekt. Netzteile. Netzteile können hinten sein. Da wollen wir mal schauen. Hier ist auch keine schlechte Muni, aber also zu Anfang auf jeden Fall. Toolbox noch mitnehmen. Sehr gut, nehmen wir mit. Schauen wir hier rein. Vielleicht haben wir Glück. Ja, eine CPU, okay. Aber die Kondensatoren, sehr schön. Das ist auch noch eine Mission. Hier ist noch was zu trinken. Grenadinsaft, nehmen wir mit. So, ein weiter noch, dann geht's zurück. Flashdrive, sehr schön. Nix inne. Netzteil, Netzteil, Netz, jawohl, sehr schön. Zack, Netzteil gefunden, perfekt. Das ist doch schon mal ein Win. Sehr schön, das nehmen wir dankend mit. Und dann geht es weiter hier. Ich gucke hier nochmal an der Seite. Vielleicht liegen da noch Motoren. Motoren brauchen wir schließlich auch. Vielleicht liegt da der ein oder andere Motor noch im Schrank. Was zu essen. Aber ich sehe jetzt erstmal so auf den ersten Blick keinen Motor. Können nochmal die Bitcoins checken. Da ist einer. Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Okay, Leute, wir müssen raus. Macht das jetzt Sinn? Ich glaube ja. Falls wir sterben, kaufen wir uns das Ding noch im Flea Market. Und die Dinger gehen hier auf jeden Fall rein. Die 3 Stück, Leute. Das ist gut. Das hilft uns bei unseren Escape-Plänen. Schauen wir doch noch mal, was wir so rausholen können, gell? Nägel, okay. Nehmen wir es mal mit. Da ist Action. Oh ja, mach sein. Das ist Idea, glaube ich. Also wenn mich nicht alles täuscht, müsste das Idea sein. Aber frontseitig. So, müssen wir raus. Weil jetzt bewusst jetzt auch nichts mitgenommen. Schienenexit, ja. Das wird darauf hinauslaufen. Dass wir die andere Richtung nehmen müssen. Wenn über den Idea gehen. Schlussendlich. Zwangsläufig. Haben wir Glück und finden noch ein paar Netzteile in den Bürogebäuden da hinten. So, wir werden auch gleich pre-metten. Acht. Aua. Aua, 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 aua. Das tat weh.
Ich hätte nicht mich abknien sollen, ich hätte gleich in Deckung rennen sollen. Ist ja keine gute Idee. Hätte ich nicht die Rüstung an, wäre ich tot, Leute. Definitiv. So lange möglich. Können wir uns jetzt heilen. Wie die großen. 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Motor, den müssen wir mitnehmen. Wenn wir es denn überleben. Wow. Wow. Okay, das tat weh. Autschi. Diese Nummer. So, mal schnell überlegen. Wir müssen den Motor noch einsammeln. Das ist gleich leer hier. Den füllen wir gleich mal auf. So, Motornetzteil haben wir, wir haben Kondensatoren, wir haben Military Parts, Metal Parts, nicht Military Parts, aber auch ein bisschen sehr. Nicht
natürlich machst du den Arm, ne? Ouchi, ouchi, ouchi. Gleich pre-metten. Nachladen, definitiv. Wow, das ist schon wieder intensiv hier. Die letzten Gefechte sind echt nice. Das macht richtig Bock. Na, warum hast du es nicht registriert? Das wäre toll gewesen. Auch das toppen wir ab. Und es ist echt gut durchgenommen, ne? Also. Teil vielleicht. Vielleicht haben wir Glück und haben noch eins. Haben wir hier schon reingeguckt? Ich bin mir nicht sicher. Nein. Sehr gut. Oh, nichts drin. Dann wir checken mal eben kurz die Leiche. Und jetzt droppt die Bitrate leider. Nichts mehr drin, er hat keine Munition mehr. Vielleicht ein paar Schuss noch in der AK, das war's dann auch. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt Sinn macht, die Schrotflinte mitzunehmen, Leute, ne? Schalte, was sind schon viel Geld wert. Aber ich glaube, wir sollten lieben, wir sollten raus, wir sind gut bepackt. Ich glaube, das sollte reichen. Okay, kommt.
und kein Mule gekauft, ne? Das ist natürlich nicht so schön. Mule wäre toll gewesen. Kannst dich nochmal aufladen. Und dann raus. Ab dafür. Müssen wir unbedingt dann denken, zwei Mule zu kaufen. Geld haben wir eigentlich. Aber ich denke, wir haben ganz gut was gemacht. Die MK47 ist halt auch brutal. Ich meine, wir haben eine 6er Rüstung und da geht eigentlich so gut wie nichts mehr durch. Es sei denn, die kommen echt mit PPBS oder irgendwas in der Richtung. Oder halt mit M993. NATO, das ist die beste Munition. Die könnte uns noch schwierig werden. Das Stärke auf 13, sehr cool. So, mal gucken, haben wir noch irgendwas drin, was uns... Metabolisch, Blutung, okay, das High-End, Propital, Morphin, nö. Nö, 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 ich denke nicht. Ich denke nicht. So, eins wollte ich noch mal kurz ausprobieren. Aha. Irgendwie scheint meine Tastenkombi anders zu sein. Mit Alt und Q oder Alt E könnte man sich, glaube ich, immer stufenweise lehnen. Irgendwie. Okay. Er ist aber ziemlich am Schnauben. Ziemlich hart auch. So, ich denke, wir werden uns jetzt ganz langsam rausbegeben. Sodale. Sehr schön. Leute, perfekte Sache. Ah, herrlich. Das waren mal zwei gute Raids. Definitiv. Schön was mit rausgeholt. Wir haben echt nur zwei Yusuke. Ein Raider. Kopfschuss, das war der andere. Also das war der drin zum Schluss. Rice. Okay, und da müssten aber noch andere Raider da gewesen sein. Oder die Yusuke, die haben die schon längst auseinandergenommen. Was ich mir da an der Stelle auch schon vorstellen könnte. Das ist die Schrot gewesen, die uns da ein bisschen zugesetzt hat. Leute, lasst uns das Ganze noch verkaufen ein bisschen. Die Mules nicht vergessen. So, sehr schön. Wunderbar. Das
Das ist ein Raid-Rucksack, ja. Ich bin mir da noch so ein bisschen unschlüssig. Vielleicht packen wir noch ein paar Waffen rein, aber ich glaube, der ist mir an der Stelle doch ein bisschen schwer. Ich glaube, der ist mir ein bisschen schwer. Gut, nichtsdestotrotz, lasst uns die Sachen wegpacken, die wir noch brauchen hier. Diese ganze Geschichte, Schrauben, Muttern, Muffelparts. Das hier, Stick kann verkauft werden, Schlauch nehmen wir mit. Das kann verkauft werden, das kann verkauft werden. Nehmen wir auch mit. Die Nägel, oh, gehen nicht mehr rein. Gut, dann geht ihr hier rein. Verkaufen, verkaufen. Haben wir den West Wing, ich glaube, den haben wir schon. Ne, den haben wir noch nicht, weil wir den nämlich exterminieren mussten. Sehr schön verkaufen. Wir haben langsam ein Problem. Vielleicht sollten wir uns mal ein neues Doctor Case kaufen. Beziehungsweise vielleicht sollten wir das auch einfach verkaufen. Wisst ihr was? Wir haben genug. Wir haben genug. Hauen wir die Dinger raus, oder? So. Morphin auch. Brauchen wir an der Stelle nicht. Das geht auch mit weg. Die Granaten. Haben wir jetzt echt eigentlich auch genug, ne? Da haben wir echt eigentlich auch genug. Können erstmal ein paar F1 Granaten. Verkaufen wir auf dem Flea. Die RGD 5. Habe ich Bock drauf? Habe ich Tatsache Bock drauf? So, und dann nehmen wir mal wieder 1, 2, 3 F1 Granaten mit. Den Rest sortieren wir. Da ist auch noch eine. Die kann. Genau. So sieht es schon mal ganz gut aus. Dann lasst uns das nochmal machen. Ich glaube, wir haben auf dem Flohmarkt mittlerweile 9000. Das ist cool. Angebote hinzufügen. Ähnliche. Die bitte. 15 ist das Maximum wohl, was? Weiß es nicht. 9000. Machen wir. 9000. Hinzufügen. Angebot platzieren. Dann sind die weg. Die hier natürlich nicht. Wir bringen das hier, glaube ich, nochmal an den Mann. Ja, 44.000, das ist gut. Hinzufügen, platzieren. Dann ist das weg. Dann verkaufen wir das hier jetzt endgültig. Da habe ich jetzt auch keine Ambitionen mehr zu. Da jetzt groß hinterher sein zu müssen. Den hier, den legen wir mal hin. Vielleicht können wir sie für irgendwas verwenden. Schlussendlich nachher. Wir reparieren unsere Armor nochmal. Das ist okay. Und ja, ansonsten bleibt Tatsache echt nicht viel zu sagen. Der Roller kann weg. Der Bitcoin nicht. Und ja, wir haben ein paar gute Bitcoins zusammengefarmt. Das ist ganz gut. Ich glaube, wir können theoretisch an der Stelle loslegen. Tatsache, richtig loslegen. Das tauschen wir aus. Mit drauf 57. Passt. So, dann haben wir das Surgery Kit. Das packen wir hier mit rein. Motor und Netzteil kommt da rein. Verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen. Das geht alles weg. Das geht alles weg. Außer dieses hier. Das will ich ganz gern behalten. Das geht auch weg. Den Kapazitor, den tauschen wir ein. An der Stelle. Will ich den behalten. Ne? Wir legen das mal raus. Immer 32. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das kostet 5. Und der kommt jetzt 1,3. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ich frage mich auch gerade, warum ich den gerade mitgenommen habe. Ne? So. Ist das andere. So, können wir hier vielleicht was reinpacken, was uns hier unten helfen könnte? Das beispielsweise. Das beispielsweise. Das beispielsweise. Der hier. Den dahin. Können wir den jetzt da runterziehen? Nö. Nö. Wird uns nichts bringen. Würde uns einfach nichts bringen. Von daher verkaufen wir das Ganze. Hä? Wie habe ich das denn jetzt gemacht?
Wie habe ich den? Achso, ich habe den der Factory Key. Das war das Problem. So. So, 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 so. So, perfekt. So, Händler, Therapist, mal gucken, was du so rausbringst hier an der Stelle. $376, das ist gut. Das ist echt gut. Verkaufen. Nur die Munition. Mehr möchte ich nicht verkaufen. Der Rest geht bei Skier weg. Damit wir ein bisschen Umsatz generieren können hier. Deal. Und Mechanic kriegt den Rest. Sehr schön. Rackman kommt den hier. 65.000. Das ist gut. Das ist gut. 1,6 Millionen. Ich denke, wir sind gut unterwegs an der Stelle. Ich denke, wir sind gut unterwegs an der Stelle. Den Rest machen wir dann anderweitig. Und wir hatten keinen Auftrag, aber wir haben bei Rackman wieder was bekommen. Alles nehmen. 1000. Akzeptieren. Aber selbstverfreilich akzeptieren wir das. Und ich glaube, liebe Leute, ich hätte Bock, entweder die SIG nochmal zu modden. Oder, jetzt kommt's, die RPK zu verkaufen und uns eine M4 zusammenzustellen. Ich glaube, ich habe Bock auf eine M4. Das werden wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Gut, es bleibt nicht viel zu sagen, Leute. Wir sind auf gutem Wege und wir schauen mal, wie wir uns die nächste Folge aufstellen. Jetzt werden erstmal für mich ein paar aufnahmefreie Tage ins Haus stehen, so circa 14 Tage, das heißt, so viel habe ich schon vorproduziert, werde ich hier wahrscheinlich überhaupt nicht aufnehmen, vielleicht auch gar nicht reinschauen, das heißt, es kann sein, dass wir, wenn überhaupt, maximal 3 Bitcoins bekommen. Zusätzlich noch, aber ich denke, das reicht. Wir sind erstmal gut ausgestattet und wir gehen mal kurz, bevor ich die Folge hier beende, wir rechnen einmal ganz kurz durch. Wir haben 5, wir haben 8, wenn wir noch 3 Bitcoins bekommen, sind das 12. Das bedeutet, 3 mal 4 sind 12, richtig? So sieht es aus. Das heißt, rein theoretisch, wenn wir nicht sterben würden, könnten wir drei Maps machen. Drei Maps machen, um hier rauszukommen. Bevor wir das machen, logischerweise an der Stelle, möchte ich ganz gerne die Bitcoin-Farm ausgebaut haben. Also die Bitcoin-Farm muss komplett ausgebaut sein. Das wollen wir jetzt mal als Meilenstein sozusagen setzen. Komplett ausgebaut sein und die Grafikkarten sollten drin sein. Und dann können wir an der Stelle weitergucken. So sieht's aus, liebe Leute. Dann können wir unsere Raids durchziehen. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen da. Gerne noch ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt. Und ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare. Ich lese es mir gerne durch. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.